Ja, hallo meine Freunde. Heute versuche ich mal am T4, Baujahr 95, 1,9 TD, Kennzeichnung, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wo ich die finde, den Kraftstofffilter zu wechseln, weil die Karre steht jetzt hier mittlerweile 11 Jahre. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen mit, Karamba bzw. Kaltreiniger, Bremsenreiniger mal kurzfristig ein bisschen ans Tuckern bekommen, aber er läuft nicht durch. Da unten, wo ihr den gelben Schlauch und den blauen seht und der silberne Punkt, da ist der Kraftstofffilter eingesetzt. Die Klammer habe ich schon abgemacht von dem, wo das silberne ist. Da diese blaue Klammer sitzt normalerweise da unten auf dem dicken runden Punkt, der, ich sag mal, eure Stückgröße, weiße Kunststoffteile. Ja. Die Schläuche müssen ab und dann soll man den Filter von unten nach oben drücken können. Und das versuche ich jetzt mal. Ich habe jetzt zwar nur das Handy hier ganz blöde in der Hand. Mal gucken, vielleicht kann ich das hier irgendwo hinlegen, dass ihr das mitbekommt, wenn er runterfällt. Achso, das muss ich mal irgendwie anders machen, sonst lege ich hier das Handy genau auf das Kamera-Objektiv. Das könnte hinhauen, ja. Da, das Teil. So, ich versuche das mal. Wenn er runterfällt, fällt er runter. Hat sich die Kamera jetzt gedreht oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sieht fast so aus. Soll eigentlich so weiter so schräg laufen. Ja, mal gucken, ob ich den loskriege. Oh, also von außen. Jo. So, hochgedrückt habe ich ihn schon mal. Ihr seht es vielleicht, ihr habt es vielleicht auch gehört und gesehen. So, ich lege euch jetzt mal einen Moment an der Seite und dann löse ich die Schläuche. Wie gesagt, das T-Stück-Teil hier, das kann man, jetzt halte ich irgendwie genau den Finger auf der Kamera, das ist gar nicht so einfach hier mit einer Hand mit dem Handy zu arbeiten. Das, wie gesagt, da habe ich die Klammer ja schon los. Das kann man, zack, zapp. So, das habe ich schon rausgezogen aus dem Kraftstofffilter. Und, oh ja, das springt hin und her. Ich sehe gerade, ich hätte die Kamera feststellen müssen. Egal, jetzt habe ich es so gemacht. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ja, wie gesagt, ich lege euch jetzt mal eben kurz ab und mache die anderen beiden Schläuche ab. Bis gleich. Und jetzt steht er auf dem Kopf. Das ist schon echt hart. Ja, geht mir gar nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich im Eifer des Gefechtes euch nicht gezeigt. Ja, das ist mein alter Filter. Wie gesagt, das ist noch der erste Kraftstofffilter von, keine Ahnung, von 1995. Der Wagen hat ja, wie gesagt, auch erst etwas über 30.000 auf der Uhr. Und echte 30.000, wohlgemerkt 32 genau. So, jetzt habe ich also, wie gesagt, den neuen Filter reingesetzt und erstmal schon mal grob ein bisschen den Dreck und Rost gelöst. Da muss ich auf jeden Fall dran gehen, das habe ich schon gesehen. Ich habe den Kraftstofffilter voll Diesel geschüttet und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Ding dicht ist. Also wie gesagt, der wird einfach nur wieder in das Loch reingesteckt, ganz simpel, ganz einfach, Leitung drauf anschließen. Und das soll es gewesen sein. Gut, der nächste Schritt ist halt starten, aber ich glaube, mein Magnetschalter, der hängt. Ja, da werde ich euch demnächst noch was erzählen. Bis dann, ciao, ciao.